Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 561. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Immanuel Kant vor aus der Kritik der reinen Vernunft. Davor gibt es einen Rilke der Woche und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Wenn ihr diese Episode über einen Link gefunden habt, den ihr auf einer Bierflasche gefunden habt, dann erkläre ich auch gleich, warum. In dieser Episode geht es um das Einschlafenbier. Das nicht Einschlafenbier heißt, sondern anders, aber auch dazu später mehr. Und es gibt ein Update zu den Katzen, denn wegen der Geburtstags- und Bier-Episode unterbreche ich mal meinen Reisebericht. Also wie gesagt, dies hier ist Episode 561. Wenn ihr hier neu seid, dann hört euch mal die anderen 560 Episoden an. Nein, aber eigentlich bin ich gerade dabei, von meinem Sommerurlaub zu berichten. Wir waren in London, in Cornwall und in Oxford. Und danach war ich auch noch gleich eine Woche in New York. Also es gibt Reiseberichte ohne Ende gerade. Das ist aber nicht immer so. Manchmal erzähle ich auch einfach irgendwas. Und das dauert ziemlich lange, diesen Sommerurlaub und die New York-Reise danach zu berichten. Deswegen hänge ich da noch so ein bisschen nach, obwohl jetzt schon Herbst ist. Und jetzt unterbreche ich das aus gegebenen Anlass, denn der Einschlafen-Podcast hat Geburtstag. Er wird 14 Jahre alt und ich selber habe auch Geburtstag. Ich habe am 17. Oktober Geburtstag. Ich werde dieses Jahr, 2024, werde ich 50 Jahre alt. Das ist schon irgendwie so eine Marke irgendwie. Und der Einschlafen-Podcast hat am 18. Geburtstag, am 18. Oktober, denn ich habe zu meinem, weiß ich gar nicht, wie der vielte das dann war, 50 minus 14, Geburtstag ein Mikrofon bekommen und irgendwie dann aus einer Laune diesen Podcast angefangen, vor 14 Jahren. Einen Tag später also die erste Episode veröffentlicht. So, und das jährt sich jetzt. Und ich hatte mir gedacht, dieses Jahr feiere ich dann mal ganz anders, als ich normalerweise feiere. Und dazu gibt es eben jetzt auch ein Bier. Es gibt eine Tournee. Ich spiele zwei Konzerte mit meiner Band Tobian, die eigentlich nur noch aus Christian und mir, Tobi, besteht, deswegen Tobian. Aber wir haben einen Gastmusiker, den Tobi. Wenn ihr diese Episode hört, die erscheint am Dienstag, dem, was ist das, 15. Oktober, dann ist es wahrscheinlich schon zu spät. Falls ihr es noch rechtzeitig hört und noch Lust habt, kommt am 18. Oktober, das ist der Einschlafengeburtstag, nach Ochtmannsbruch, das ist in Hollenstedt eigentlich, also der Ort heißt Ochtmannsbruch, aber irgendwie gehört es zu Hollenstedt. Wenn man von Hamburg auf der Autobahn nach Bremen fährt, ist das irgendwie eine der ersten Abfahrten. Genau, da kommt dann irgendwie Buchholzer Dreieck und dann kommt Rade und dann kommt schon Hollenstedt. Da fahrt ihr runter und seid schon fast dort im Wilkenshof in Ochtmannsbruch. Gibt es eine schöne große Diele, das ist ein schöner Bauernhof, echt eine tolle Location, da freue ich mich drauf. Und da spielen wir ein richtiges Konzert mit Vorverkauf, mit Vorgruppe, mit Veranstalterin, mit allem drum und dran. Es gibt natürlich auch Getränke und eine Wurst und so. Und da gibt es ein richtiges Konzert. Das haben wir lange nicht gemacht, vor allem nicht mit Schlagzeuger. Normalerweise machen wir Musik irgendwie in Kneipen und gegen Hut und sowas alles. Und jetzt gibt es endlich mal wieder ein richtiges Konzert. Da freuen wir uns drauf. Und wir sind auch schon ganz aufgeregt, weil das bei Konzerten ja doch eher so ist, dass die Leute einem zuhören. Also die kommen ja zum Zuhören hin. Und ja, genau, da könnt ihr hinkommen. Am 19. Oktober machen wir dann die Bier-Release-Party, ein Bier-Release-Konzert in der Wildwuchsbrauerei. Da könntet ihr euch einen Tisch reservieren per E-Mail an info@wildwuchs-brauerei.de oder so. Müsst ihr nochmal googeln, wie da die genaue Adresse ist. So, und dann könnt ihr da auch hinkommen. Da ist der Eintritt, da müsst ihr ein 6er-Paket Bier kaufen, um da reinzukommen. Genau, aber weil dies hier die Bier-Episode ist und weil ihr diesen Link auch auf der Bierflasche finden könnt und weil es irgendwie darum geht, herauszufinden, was ist das hier, was soll das, warum Bier, was hat Bier und was hat Wildwuchs mit Einschlafen-Podcast zu tun, möchte ich das hier einmal kurz erklären. Also,
Ich trinke gerne Bier und ich weiß, dass das nicht immer gut ist. Also Alkohol ist nicht gesund, ist nicht gesundheitszuträglich. Da gab es letztens gerade eine neue Studie, weil es immer wieder das Gerücht gibt, dass Alkohol in ganz geringen Mengen auch gesund sein kann. Also, dass man dadurch gesünder wird, als man vorher war, gesundheitszuträglich sozusagen. Das ist nicht der Fall. Also die neuesten Studien sagen, gesund ist das nicht, sondern Alkohol ist eigentlich immer ungesund. Aber in ganz kleinen Mengen ist das für viele Menschen zu vernachlässigen. Also die meisten Menschen stecken kleine Mengen Alkohol ganz gut weg. Natürlich, Alkohol ist ein Nervengift, das tötet Nervenzellen ab. Deswegen fühlt man sich auch so schön benommen. Nee, ich glaube, der Benommen-Effekt ist nochmal ein anderer als das Abtöten. Das Abtöten merkt man gar nicht. Ich weiß es nicht genau. Also so ein genauer Experte bin ich nicht. Aber Alkohol ist immer ein Risiko. Alkohol muss immer verantwortlich genossen werden. Man sollte niemals Alkohol trinken, um sich zu betäuben, also um sich so stark zu betäuben, dass man nichts mehr merkt. Man kann an einer Überdosis Alkohol sterben. Es besteht also Lebensgefahr. Und wenn man regelmäßig zu viel Alkohol trinkt, dann schädigt man seine inneren Organe, nicht nur die Leber, sondern insgesamt kann da ziemlich viel kaputt gehen. Ich habe mich für mich entschieden, dass ich das Risiko eingehe und durchaus geringe Mengen Alkohol trinke, weil es mir einfach wahnsinnig gut schmeckt. Ich gebe zu, ich mag auch den Effekt natürlich, also leicht betrunken sein ist angenehm. Stark betrunken sein ist allerdings eher unangenehm, vor allem in größeren Gruppen, weil man dann ein bisschen die Kontrolle drüber verliert, wie man sich eigentlich benimmt. Ist mir auch schon passiert, sehr unangenehm, kann ich nicht empfehlen. Und mit diesem Vorwort, dass man das gesundheitsbewusst genießen kann, aber nicht muss. Ich finde jeden Menschen, der sich bewusst entscheidet, gar keinen Alkohol zu trinken, sehr gut. Also das ist stark und da gibt es überhaupt nichts dran zu bemängeln. Da gibt es auch keinen Grund, irgendwen zu überreden oder zu überzeugen, ach komm, ein Bier geht doch oder so. Das sollte man nicht tun. Sondern wenn jemand sagt, nein, ich möchte keinen Alkohol, ist das immer okay und sollte respektiert werden. Genau. Trotzdem trinke ich Alkohol. Und ich mag Bier, ich mag Wein, ich mag auch Whisky. Das wissen alle, die hier schon länger zugehört haben. Nun hat es sich so ergeben, dass ich in Episode 529 über Bier gesprochen habe. Ich weiß gar nicht, wie ich damals auf das Thema gekommen bin, aber das war mal so eine Sache, dass ich irgendwie erzählen wollte, wie man Bier braut und so weiter und so fort. Und während dieser Episode, also während der Aufnahme tatsächlich, ist ganz lustig, wenn man das nochmal anhört, ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich ganz gerne leichtes Bier trinke. Ich trinke auch gerne schweres Bier, also mit viel Alkohol. So ein normales Vollbier hat ja so um die 5 Volumenprozent Alkohol. Und das ist so das Pilsner, was man hier so vor allem in Norddeutschland viel trinkt. Und dann gibt es natürlich alkoholfreie Biere, ist auch gut. Viele davon schmecken irgendwie komisch, aber es gibt auch sehr gute alkoholfreie Biere. Es gibt Alsterwasser, also Biermischgetränk. In Norddeutschland heißen die Alsterwasser, in Süddeutschland heißen die Radler. Da mischt man Bier mit Brause, also irgendeiner Limonade. Und dadurch sinkt natürlich auch der Alkoholgehalt. Und dann kann man Biere aber unterschiedlich brauen, sodass mehr oder weniger Alkohol drin ist. So, und da gibt es die Starkbiere, Bockbiere, Doppelbock, Trippel, was weiß ich was, die dann deutlich mehr als 5%, 5 Volumenprozent haben können. Ja, zum Beispiel irgendwie so belgische Trippelbiere mit 9% oder mit 13% sogar. Teilweise haben Biere ja dann mehr Volumenprozent Alkohol als Wein. Es gibt aber auch die andere Richtung. Leichtbiere oder auch Dünnbiere heißen die, die dann eben weniger als 5%, 5 Volumenprozent Alkohol haben. Das ist zum Beispiel in Schweden das normale Bier. In Schweden gibt es relativ strenge Alkoholgesetze. Alkohol stärker als 3,5% darf nur im Systembolaget verkauft werden. Systembolaget ist ein staatlicher Betrieb. Das sind so Alkoholgeschäfte, da kann man reingehen, da wird man halt vorne kontrolliert, ob man dann noch 18 Jahre alt ist. Und dann gibt es dort
normales Bier und stärkere Alkoholiker, also Wein und Schnaps, zu kaufen. Ich finde das ziemlich cool, wie die das machen, weil das ist halt staatlich. Es ist dem Systembolaget untersagt, irgendwelche Angebote zu machen. Diese Läden sind auch sehr nüchtern. Also es gibt dort keine großen Gebinde zu kaufen. Es gibt keine Werbung, es gibt keine Angebote. Es ist nie irgendwas runtergesetzt. Und man wird halt überhaupt nicht dazu verführt, Alkohol zu trinken. Sondern wenn du Alkohol kaufen kannst, kannst du es machen, wenn du alt genug bist. Aber es ist nicht so wie in Deutschland, dass jetzt irgendwie hier Korn nur 2,99 heute im Sonderangebot 6er-Pack. So, das gibt's da nicht. Und das finde ich gut. Und im Supermarkt, frei zugänglich, gibt es nur Leichtbiere. Und zwar gibt's da das Volksöl, heißt das. Öl ist schwedisch, heißt Bier, mit 3,5%. Und Lettöl, das heißt Leichtbier, mit 2,5, also unter 3 Volumenprozent ist es irgendwie so. Genauen Wert habe ich nicht im Kopf, aber so grob stimmt das. Und das trinke ich gerne. Also wenn ich in Schweden bin, dann trinke ich gerne so ein Volksöl. Das schmeckt gut, das ist irgendwie rund genug, ist eine gute Sache. Und dann habe ich mich in dieser Episode gefragt, warum gibt es das eigentlich in Deutschland? Fiel mir ein, ja, es gibt es ja auch in Deutschland. Es gibt ein Jever Light, es gibt es sogar auch immer noch. Und es gab eine Phase, wo es eine ganze Reihe von diesen Leichtbieren gab. Die haben sich halt nicht durchgesetzt. Und Jever Light schmeckt auch nicht so toll. Ich mag zwar Jever sehr gerne trinken, vom Fass, wenn es kalt ist, ist das ein exzellentes Bier. Auch aus der Flasche kann man das eigentlich ganz gut trinken, weil es sehr herb ist und das hat einen sehr charakteristischen Geschmack und das finde ich gut. So, das Leichtbier fand ich immer so, Jever Fun, das alkoholfreie Bier, kann man auch machen, weil es halt wenigstens irgendwie schmeckt. Die meisten deutschen alkoholfreien Pilzbiere schmecken halt irgendwie ein bisschen schräg oder dünn oder fad und das Jever Fun finde ich dann ganz okay. Und irgendwie war ich also am Denken, warum gibt es eigentlich in Deutschland so wenig gute Leichtbiere? Und dann habe ich, glaube ich, sogar noch während der Episode oder kurz danach angefangen zu googeln und festgestellt, es gibt eine ganze Menge gute deutsche Leichtbiere und ich habe mir dann irgendwie per Post welche bestellt zum Probieren. Ich finde irgendwie Bier per Post, also per Versand zu bestellen, ist irgendwie sehr absurd. Eigentlich ist das ein Produkt, das kann man gut auch mal im Supermarkt kaufen, also lokal eigentlich am liebsten. Aber die gibt's hier halt nicht. Und das gibt's halt vor allem in Bayern. In Süddeutschland gibt es sehr viele Leichtbiere. Das sind diese Weißbierbrauereien von Schneider, von ja, also mein allerliebstes ist tatsächlich von Hopf. Das ist eine Brauerei in Miesbach. Mein Bruder wohnt ja im Landkreis Miesbach, südlich von München. Und die Brauerei Hopf braut eine sehr, sehr leckere alkoholfreie, ein sehr leckeres normales Weißbier, hat auch einen sehr leckeren Bock mit einem eher, also für Norddeutsche unanständig klingenden Namen, aber auf Hochdeutsch übersetzt heißt es Backpfeife. Ja, der bayerische Begriff ist Bockfotzen und das ist ein Starkbier mit 8 oder 9 Volumenprozent und wenn man das trinkt, ist es wirklich wie eine Backpfeife, das ist dann irgendwie gleich ausgeschaltet. Also davon ein ganzes reicht schon, um zu viel Alkohol für den Tag getrunken zu haben. Da ist man ziemlich schnell weg. Naja, so, das war so dann, genau, mein Einstieg in das deutsche modernere Leichtbier. Ich weiß gar nicht, seit wann es das gibt. Ich habe letztens eine Episode von irgendeinem anderen Podcast gehört, vom WDR. Irgendein Kulturpodcast. Ich weiß es nicht mehr genau, was das war. Und die haben eine Episode über das Hofbräuhaus gemacht, weil das, glaube ich, irgendein Jubiläum hat oder zum Oktoberfest. Ich weiß nicht genau. Und da wurde berichtet, dass es früher in Bayern tatsächlich eher leichtere Biere gab. Und als dann das Hofbräuhaus gegründet worden ist, vom, was weiß ich wem, irgendein König, bayerischer Herrscher, keine Ahnung was, die gesagt haben, wir wollen jetzt irgendwie uns unabhängig machen von den Niedersachsen, weil damals kam das gute Bier, also das Standardbier, also das leckere, kam aus Einbeck, aus dem Harz in Niedersachsen, kam halt das Einbecker. Und das war das leckerste Bier, was sie dort getrunken haben. Das haben sie immer importiert. Da wollten sie sich unabhängig von machen, haben das Hofbräuhaus gebaut und gegründet und das dann dort auch gemacht. Daher kommt übrigens auch der Name Bockbier. Also Bock kommt gar nicht von
dem Tier, dem Ziegenbock, sondern ein Bock, ein Beck, ein Bäckerbier. Die Einbäcker brauchen ja auch so einen leckeren Maibock. Also Einbäcker Maibock ist auch ein sehr leckeres Bier. Halt auch ein stärkeres. Na gut, so. Aber traditionell gibt es halt in Bayern viele Leichtbier und das gefällt mir gut. Und mich ärgert das, dass es in Norddeutschland diese Biere gar nicht zu kaufen gibt. Also die muss man sich dann bestellen. Ich habe hier bei allen Getränkehändlern in der Umgebung mal nachgefragt, ob sie das auch anbieten könnten. Die sagen, das lohnt sich nicht. Das will keiner haben. Dann sage ich, doch, ich will das haben. Ich würde, weiß nicht, jeden Monat 2 Kisten davon kaufen, weil Leichtbier mit so 2,5-3 Volumenprozent, das ist ein sehr, sehr angenehmes Getränk. Also da ist so wenig Alkohol drin, dass ich mit meinen 107 Kilo, die ich aktuell wiege, ja, eigentlich würde ich gern weniger wiegen, aber ich kann davon locker 2-3 Flaschen trinken und bin halt nicht betrunken, weil halt so wenig Alkohol drin ist. Und das, ich trinke das halt sehr gerne. Das schmeckt sehr, also gerade die hopfleichtere Weiße ist ganz hervorragend. So, kriege ich hier aber nicht. Naja, und dann habe ich mich halt auf die Suche gemacht und gefunden, es gibt Session IPAs. Tatsächlich das von Crew, das Session IPA. Wie heißt es noch gleich? Wollen wir eben nachgucken. Googeln während der Aufnahme ist auch mal gut. Stelle ich fest, auf der Webseite von Crew Republic, eine sehr, sehr nette kleine Craft Beer Brauerei in München, gibt es nur noch 2 oder 3 oder 4 Biere und das grüne, das Session IPA, gibt es nicht mehr. Ist also dann auch egal, wie es hieß. Es war sehr lecker, es hatte irgendwie 3,5 Volumenprozent Alkohol und das gibt's. Und das findet man ab und zu mal. So ein Session IPA ist halt der Begriff für ein leichteres IPA, also India Pale Ale, also ein stark gehopftes Bier. Und Session heißt es dann, wenn es halt weniger als 4 hat oder so. Keine Ahnung. Das findet man ab und zu, aber auch nicht regelmäßig. Und ja, daher kam dann meine Idee, ich könnte doch mal ein Einschlafenbier machen. Und zwar habe ich mich dann auf die Suche gemacht nach Brauereien, die ein Bier nach meinem Geschmack in der von mir gewünschten Art brauen und da ein Label draufkleben, was dann eben Einschlafen heißt. Also ich habe ja mal Bier gebraut, für mich selber hier, so eine 5-Liter Blase hatte ich mal. Das ist aber nichts. Und das kann ich natürlich auch nicht im großen Stil anbieten. So, aber wenn man eine Brauerei findet, die das macht, wäre das nicht schlecht. So, und letztendlich bin ich jetzt fündig geworden. Und zwar in der Wildwuchsbrauerei. Also ich mache ja Musik, hatte ich ja auch anfangs erzählt. Und wir spielen aus irgendeinem Grund sehr gerne in den lokalen Craft-Beer-Brauerei-Schankräumen. Also im Bundhaus-Schankraum haben wir viel gespielt. Im Überquell hat es eigentlich angefangen. Die haben kein Schankraum, das ist ja ein richtiges Restaurant. Die alten River-Kasematten direkt an der Elbe. Tolle Brauerei mit einem schönen großen Pub und eben auch einem Restaurant, tolle Pizza und einem großen Biergarten, wo im Winter Curling gespielt werden kann und tolle Location, tolles Bier. So, die habe ich gar nicht gefragt, ehrlich gesagt. Kehrwieder, die haben zwar keinen Schankraum, wo wir gespielt haben, aber zu denen hatte ich Kontakt. Da gibt es auch eine Episode, wo ich die mal interviewt habe. Und Landgang und auch das Ratsherrn, was ja früher ein ganz normales Standardpilz war, ist ja jetzt eine moderne Brauerei geworden. Und ja, da gibt es also viele Optionen in Hamburg, wo man leckeres Bier findet. Und ich habe da viele Leute kennengelernt, eben durch die Musik, weil ich da Musik gemacht habe. Ja, und Wildfuchs, die haben dann letztendlich angebissen und gesagt, ja, können wir machen. So, und jetzt im ersten Schwung gibt es halt 2 Biere. Das sind allerdings Biere, die auch schon vorher gebraut haben. Also kein spezielles Einschlafen-Podcast-Bier, sondern mein Lieblingsbier von denen, der Orange Bock. Und das ist so ein Starkbier mit, ich glaube, 8 Volumenprozent Alkohol. Und sehr, sehr lecker. Orange, also sehr, sehr samtig und fruchtig und ganz toll. Und dann haben sie ein Alster, also ein Radler, ein Bier mit Holunderbrause gemischt. Und das hat nur 1,5%. Das heißt wilde Holle bei denen, eben wegen Holunder.
und schmeckt auch super angenehm leicht und hat halt nicht so viel mit Bier zu tun. Ich finde eigentlich Biermischgetränke gar nicht so toll, aber da passt es irgendwie toll. Das mag ich gerne. Genau, so, und die beiden kommen jetzt als Einschlafen-Edition raus und wir hätten es beinahe leichter Einschlafen und gut Einschlafen genannt. Allerdings hat ein Hörer von meinem anderen Podcast, ich mache ja noch mit dem Holger Klein zusammen den Realitätsabgleich bei ihm im Kanal in Vrindt, der hat dann kommentiert, Tarifkenner war das, schöne Grüße an Tarifkenner, vielen Dank an der Stelle nochmal. Ich sollte doch aufpassen, dass ich keinen ungültigen Health Claim, also einen Gesundheitsanspruch mache, wenn man ein Produkt gut einschlafen nennt und es hilft also medizinisch gar nicht wirklich beim Einschlafen, ist also kein Gesundheitsprodukt, dann kann man da Probleme bekommen. Und das stimmt, da bin ich dem Tarifkenner sehr dankbar. Das haben wir dann gemeinsam überprüft, also der Braumeister, also die Brauerei und ich, und sind zu dem Schluss gekommen, es sollte lieber nicht einschlafen heißen, denn tatsächlich schläft man häufig schneller ein, wenn man Alkohol trinkt. Vor allem bei Bier ist das so, denn Hopfen macht tatsächlich müde. Ich glaube, das Reinheitsgebot wurde damals so entschieden, dass der Hopfen drin sein muss, weil es die Gemüter eben beruhigt und weil es die Leute müder macht. Vielleicht ist das nur ein Urban Legend. Vielleicht hätte ich das nochmal überprüfen sollen, bevor ich das hier behaupte. Aber in Bier ist Hopfen drin und Hopfen macht müde. Das ist, stimmt so. Aber es ist halt kein Gesundheitsprodukt, denn da ist Alkohol drin. Und auf jeden Fall ist es so, wenn man Alkohol getrunken hat, schläft man nicht besser, sondern man schläft schlechter. Also man schläft schlechter durch, man wacht häufiger auf, man hat dann ja auch noch Harndrang, muss vielleicht nachts nochmal auf Klo. Alkohol entwässert auch den Körper und dann sollte man auf jeden Fall, wenn man Alkohol trinkt, auch genügend Wasser trinken, um den Wasserhaushalt, die Hydrierung des Körpers sicherzustellen. Also Alkohol ist sicherlich kein Gesundheitsprodukt, das hatte ich auch ursprünglich gesagt. Und deswegen sollte es auch keinen Gesundheitsanspruch im Namen haben. Stattdessen heißen die Biere jetzt einfach anders. Wir haben uns überlegt, okay, dann geben wir den anderen Namen, vielleicht lustige Namen. Das Logo vom Einschlafen-Podcast ist ein Schaf. Und eine der Designerinnen, die mir und euch ständig diese hübschen Episodenbilder schenkt. Das sind ja keine Auftragsarbeiten, sondern die machen das kostenlos aus Spaß, an der Freude für die Community, für mich, für euch. Und das sind im Moment Bianca und Sabrina, die das regelmäßig machen. Vorher war es lange Monja und es gibt eine ganze Reihe von Designerinnen und einige Designer, die das über die Jahre jetzt gemacht haben. Ihr könnt das sehen übrigens, wer das Episodenbild gestaltet hat, wenn ihr auf die Webseite der Episode geht. Also nicht auf Spotify, nicht in eurem Podcatcher, sondern auf der Webseite einschlafen-podcast.de. Da gibt es halt Episodenseiten zu jeder Episode und da steht dann drunter, wer dran beteiligt ist. Da stehe immer ich als Sprecher. Das ist auch albern, könnte ich auch mal weglassen. Aber ja, stehe ich halt. Und eben die entsprechende Designerin. Genau, und Bianca hat gesagt, okay, für das Bier mache ich auch ein Label und mit der habe ich das dann auch alles besprochen, wie es denn dann heißen soll und sie hat dann eben ein Schaf mit einem Wildwuchs-T-Shirt gemacht und das Orange Bock heißt in der Einschlafen-Ausgabe bockiges Schaf und die wilde Holle heißt in der Einschlafen-Ausgabe wildes Schaf und somit haben wir da kein Health Claim drin. Hinten drauf steht Wildwuchs X Einschlafen, also Kooperation. Und genau, das ist das Einschlafen-Bier. Das könnt ihr spätestens ab dem 18. Oktober, denke ich mal, oder dem 19., da ist ja Bier-Release sozusagen. Am 18. könnt ihr es auf dem Konzert in Ochtmannsbruch bekommen und am 19. eben dann im Wildwuchs. Und dann könnt ihr es auch online bestellen. Also der Wildwuchs Online-Shop führt das dann auch. Es gibt auch ein Spezialbier von dem Sänger von Selig. Könnt ihr dort auch kaufen. Und auch die anderen Biere könnt ihr natürlich sehr gut da kaufen oder irgendwelchen Merch. Ich habe auch ein Wildwuchs-T-Shirt. Finde ich auch ganz cool mit dem Wildwuchs-Logo drauf. Und ja, kann ich euch nur empfehlen. Denn wenn sich das gut verkauft, das Einschlafen-Bier, also es ist die wilde
das wilde Schaf und das bockige Schaf, dann kann es gut sein, dass wir das weitermachen. Da können wir dann eben auch mal drüber reden, einen speziellen Sud anzusetzen. Also wenn man ein eigenes Bier im großen Stil ansetzen will, dann kommen da halt so, weiß nicht, 300 Liter oder so sind das dann, glaube ich, immer, die dann da mindestens an Bier entstehen. Und die will man dann natürlich auch abverkaufen. Wenn sich jetzt rausstellt, eigentlich möchten die einschlafenden Podcast-Hörer gar kein Bier kaufen, dann brauchen wir auch kein spezielles Bier anzusetzen, sondern es ist okay, wenn wir auch ein paar Flaschen anders labeln. Wenn das aber gut funktioniert und wenn ihr alle Interesse zeigt an einschlafen Bier, dann werden wir ein Leichtbier entwickeln, was dann irgendwie nur unter diesem Label verfügbar ist. Und nur beim Wildfuchs, genau. Kann man natürlich auch vor Ort kaufen. Also wenn ihr Hamburger seid, fahrt da gerne mal hin. Das ist ein sehr, sehr netter kleiner Schankraum. Wie gesagt, wir machen ab und zu Musik, unter anderem am 19. Oktober. Man kann aber einfach so auf einen Freitagabend, Samstagabend dorthin gehen, ein paar Biere probieren. Die haben eine ganze Reihe an verschiedenen Bieren. Wie gesagt, Pock Orange ist da mein absoluter Favorit. Aber auch die anderen Biere dort brauchen sich nicht zu verstecken. Die haben auch ein gutes alkoholfreies übrigens. Weiß gar nicht, wie das heißt, aber es ist ein alkoholfreies Weizen und habe ich gestern Abend gerade getrunken. Bei der Bandprobe hatte Christian eins dabei. Sehr lecker. Also nichts falsch dran und muss ja auch nicht unbedingt immer Alkohol im Bier sein. Und wenn ich fahre, also unser Bandproberaum ist ja in Hamburg auf der Poite und da muss ich dann abends halt wieder zurückfahren. Und wenn ich dann noch irgendwie eine halbe Stunde Auto fahren muss, dann trinke ich natürlich keinen Alkohol. Ja, genau, das ist die Geschichte vom Bier. Geht alle ins Wildwuchs, kommt alle zum Konzert oder geht irgendwann anders hin oder geht auf die Online-Webseite und kauft euch Bier, wenn ihr denn Bier trinkt. Denn natürlich gibt es viele Menschen, die trinken kein Bier, weil sie es nicht mögen oder weil sie kein Alkohol wollen und das ist vollkommen okay. Ich zwinge ja auch niemanden, ein Einschlafen-T-Shirt zu kaufen, der kein Einschlafen-T-Shirt haben möchte. Ja, so viel zum Bier. Ich würde mich echt freuen, wenn das ganz schnell ausverkauft ist und wir das dann irgendwie mit dem Leichtbier mal machen. Denn so ein richtig schönes, also das Bock Orange in Leicht, wenn das irgendwie ginge, so ein ganz rundes, durchaus auch hopfiges, aber doch eher malzbetontes Bier. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Das in Leicht mit 3 Volumenprozent oder lieber noch irgendwie 2,5. Das wäre schon ziemlich toll. Da hätte ich großen Spaß dran. Und das sollte dann ja ursprünglich leicht einschlafen heißen, wird es aber natürlich nicht. Vielleicht heißt es dann einfach leichtes Schaf. Ja. Ich weiß nicht genau, wie es dann heißen wird. Ja, aber das überlege ich mir dann. Erstmal müsst ihr da den Laden leer kaufen und mich da unterstützen. Ich verdiene da übrigens nichts dran. Also ich stecke da eher Geld rein. Ich trage das Risiko, wenn das Bier nicht abverkauft wird, kaufe ich das halt alles und mache damit irgendwie eine Party oder so. Verdienen tut daran nur die Wildwuchsbrauerei. Die haben das aber auch verdient, weil die geben sich halt die ganze Mühe mit mir und ich bin da auch so ein bisschen Stressfaktor gewesen, weil ich dann irgendwie lauter Fragen hatte und immer wieder nachgefragt habe und so. Und Bianca hat einen kleinen Obolus für das Label bekommen, denn das ist ja ein kommerzielles Produkt und das hätte ich unanständig gefunden, sie das kostenlos machen zu lassen. Aber das war auch eher so ein Dankeschön als eine echte Bezahlung. Und genau, deswegen nur so als Disclaimer, ich werde damit nicht reich. Was eigentlich schade ist, reich sein wäre schon toll, vor allem wenn ich nichts dafür tun muss, wenn die einfach das Bier brauen, ihr kauft das und ich werde reich, das wäre cool, aber so läuft es halt nicht. Und das ist auch okay. Ich habe ja einen Job. Übrigens, kurze Nebenbemerkung. Dieser Podcast ist kostenlos und werbefrei. Es gibt die Möglichkeit, mich finanziell zu unterstützen, aber das ist aktuell gar nicht nötig, denn aktuell habe ich einen sehr guten Job mit einem sehr guten Gehalt. Ich habe letztens gelernt, ich bin gar nicht reich, weil ich kein Vermögen habe.
Also natürlich habe ich Vermögen im Sinne dieses Hauses, das ist demnächst abbezahlt, und Wohneigentum zu haben ist natürlich schon mal Vermögen, was viele Leute nicht haben. Das ist schon toll, aber nicht vermögend in dem Sinne, dass ich mir aussuchen könnte, ob ich noch arbeite oder nicht. Da gab es gerade eine Episode bei der Wochendämmerung, glaube ich, zum Thema Reichtumsforschung, ein Interview. Genau, da könnte man reinhören, das ist auch sehr spannend. Da war so die Aussage, aktuell braucht man ungefähr 5 Millionen Euro an Vermögen, also dass man einfach hat, um sich entscheiden zu können, ob man noch arbeitet oder nicht. Hat mich auch gewundert. Ich dachte, es ist so mit 1 Million oder vielleicht 2 Millionen wäre man auch schon irgendwie so weit, dass das Geld dann für einen arbeitet und das legt man irgendwo an und dann hat man genug Geld, um nicht mehr arbeiten zu müssen. Kommt natürlich auch auf die laufenden Kosten an und die Ansprüche, die man so hat. Vermutlich sind Menschen, die 2 Millionen Euro auf dem Bankkonto haben, nicht gerade Asketen, die dann einfach sich von Trockenbrot und Wasser ernähren. Ich weiß es aber nicht. Ich kenne niemanden, der 2 Millionen auf dem Bankkonto hat. Oder wenn ich jemanden kenne, der das hat, weiß ich nichts drüber und das ist ja auch okay so. Ich habe das nicht. Mein Bankkonto ist am Ende des Monats nicht leer, aber auch nicht so voll, dass ich mir irgendwelche großen Rücklagen mache. Liegt wahrscheinlich auch an meinem Lebensstil. Mir geht's gut. Ich habe aber auch 2 Kinder und denen geht's auch gut und das ist mir auch wichtig. Deswegen das gute Gehalt, das ich habe. Also ich habe ein sehr gutes Einkommen, aber eben kein besonders hohes Vermögen. Aber weil ich ein gutes Einkommen habe, braucht ihr mir im Moment auch nicht unbedingt Geld zu spenden. Könnt ihr machen. Viele tun das aus Dankbarkeit, aus Anerkennung und das ist schön. Das ist Feedback, was halt wertschätzend im wahrsten Sinne des Wortes ist. Das ist toll. Aktuell brauche ich es aber nicht. Also auch die Kosten, die ich mit dem Einschlafen-Podcast habe, für Technik, für Server-Hosting, was weiß ich alles, die kann ich gut tragen. Das ist kein Problem. Das ist ja auch mein Hobby und Hobbys dürfen ja auch Geld kosten. That said, also das gesagt, gilt aber auch, vielleicht habe ich den Job irgendwann nicht mehr, also ziemlich sicher habe ich diesen Job irgendwann nicht mehr, zumindest wenn ich in Rente gehe. So, und ich habe jetzt leider nicht die letzten Jahre besonders viel in meine private Rentenvorsorge gesteckt. Da wird einem ja immer so ein bisschen Angst gemacht, die Rentenlücke, die gesetzliche Rente ist nicht hoch genug, um davon gut leben zu können. Ich weiß nicht, ob das bei meinem Gehalt auch noch gilt. Ich glaube, da kommt schon ein bisschen was. Und meine Rentenvorsorge ist im Moment im Wesentlichen hier das Wohneigentum. Das ist ja auch schon mal eine gute Sache, wenn dann Wohnen zumindest nicht mehr so teuer ist. Irgendwann werde ich halt vielleicht doch Geld brauchen. So, vielleicht, weiß nicht, verliere ich auch meinen Job aus irgendwelchen Gründen, weil die Firma mich nicht mehr mag oder weil ich die Firma nicht mehr mag oder weil ich den Job einfach nicht mehr machen kann aus gesundheitlichen Gründen. Was alles drei hoffentlich nicht eintritt. Und dann brauche ich irgendein anderes Einkommen. Und ich sehe halt, wie andere Podcaster von ihrem Podcast leben können. Zum Beispiel die Waschkaus, Alexander und Alexa Waschkau von Hoaxilla, die leben davon, die sind beide selbstständig. Die machen natürlich auch noch andere Dinge, die machen Vorträge. Die Alexa ist ja auch Autorin und Redakteurin für Hörbücher, macht sowas. Die machen das nicht nur den Hoaxilla-Podcast und leben davon, aber das ist halt ein wichtiges Standbein für die. Und das finde ich super. So, und dann gibt es natürlich noch viele andere, die das machen, auch aus meinem ursprünglichen Podcasting-Umfeld. Und Holger Klein zum Beispiel, mit dem mache ich ja alle 2 Wochen oder seltener den Realitätsabgleich und der lebt vom Podcasting. Also er hat ein paar Auftragsproduktionen. Zum Beispiel war er ja in Bayern für die bayerische Touristik und hat dort ein tolles Interview mit dem Herrn Schneider von der Schneider Brauerei gemacht und da habe ich auch viel über das Bierbrauen gelernt. So genau, und davon und eben von Hörerspenden lebt der Holger. Kenne ich halt einige, die das so machen. Und das ist für mich sehr beruhigend, dass das eine Option für die Zukunft ist. Ja, deswegen behalte ich mir das auch frei, irgendwann auch diesen Podcast, den Einschlafen-Podcast, irgendwie zu monetarisieren. Ich werde das natürlich so machen, dass euch da nichts verloren geht. Ich werde da keine Bezahlschranke vormachen und ihr müsst jeder irgendwie 10 Euro pro Episode bezahlen oder sowas.
So wird es natürlich nicht laufen, sondern es wird immer ein kostenloses Angebot geben. Vielleicht kommt aber ein kostenpflichtiges dazu. Oder ich werde euch eben dann doch aktiv und vermehrt um Spenden bitten. Das kann auch sein. Oder ich werde eben auch Werbung machen. Das kann auch sein, dass dann irgendwann hier Werbung eingeblendet wird oder ich spreche Werbung ein. Das kommt vielleicht irgendwann. So, und das behalte ich mir natürlich offen für meine eigene persönliche Zukunft. Habe ich gleich einen Frosch im Hals, wenn ich darüber nachdenke. Also mir ist es wichtig, dieses Format auch eben kostenlos anbieten zu können und dabei zu bleiben. Wenn ich das hier kostenpflichtig mache, dann ändert sich halt ganz, ganz viel. Dann ist es halt auf einmal ein Job. Und dann ist es halt nicht mehr mein Hobby und ich mache das dann nicht mehr aus Altruismus oder weil ihr mir so viel wertschätzendes Feedback gibt, sondern weil ich es dann eben brauche. Und dann kann sich das Ganze verändern und da weiß ich gar nicht, ob ich das so will. Es steht jetzt auch nicht morgen an. Tatsächlich bin ich durchaus schon am Sprechen mit Podcast-Labeln, ob die mich unter ihre Fittiche nehmen wollen, um das schon mal vorzubereiten. Und weil ich auch Podcast-Label gut finde und ich das auch unterstützen will. Aber es ist halt jetzt, es steht nicht aktuell an, dass ihr irgendwie Geld, dass ihr mir Geld zukommen lassen müsst oder solltet oder so. Eigentlich sogar eher nicht. Auf der Webseite, wo drauf steht, wie man mir Geld zukommen lassen kann, mik.fm/danke, martaedakonrad.friedrichmarta, Freddie Mercury, /danke, da könnt ihr sehen und da steht aber schon oben drauf, ich brauche gar keine Spenden. Wenn ihr Geld überhabt, freue ich mich genauso, wenn ihr das für etwas Sinnvolles spendet. Ich glaube, ich habe da Ärzte ohne Grenzen angegeben und noch irgendwas. Ich persönlich spende sehr gerne an Viva Con Agua. Das ist ein Verein, eine Institution aus Hamburg, gegründet von Benny Adrian, ehemaliger FC St. Pauli Fußballspieler. Und die kämpfen für sauberes Wasser für alle. Also Water is a Human Right ist deren Claim. Wasser ist ein Menschenrecht. Und tatsächlich ist das ja in den Nachhaltigkeitszielen der UNO. Das ist die UNO. Ich weiß gar nicht, da gibt es jetzt so eine Liste von ganz vielen Nachhaltigkeitszielen. Da ist eben auch Wasser mit drin. Und die kämpfen halt darum, dass alle Menschen weltweit Zugang zu sauberem Wasser haben, bohren also Brunnen dort, wo es noch kein sauberes Wasser gibt für die Menschen, damit, weil Wasser halt wichtig ist, ne? Wasser ist Gesundheit und Hygiene und alles. So, und natürlich Hydration, Hydrierung. Können ja nicht alle nur einschlafen, Bier trinken. So. Das bekomme ich sogar ab und zu mal eine E-Mail, hey, ich wollte dich unterstützen, aber ich habe gesehen, du brauchst gar kein Geld. Ich habe stattdessen an Ärzte ohne Grenzen gespendet und dann sehe ich da halt so einen Spendenbeleg mit irgendeiner Summe, ist ja auch völlig egal. Und ich freue mich einfach, weil jeder spendet so viel, wie er kann für den besten Zweck, den er findet. Und wenn im Gedanken an mich dann an solche Organisationen gespendet wird, finde ich mega, also finde ich richtig toll. So, deswegen aktuell nicht. Später vielleicht schon. Ich sag dann aber Bescheid. Ihr werdet das definitiv mitbekommen, wenn ich irgendwann mal Geld brauche. Im Moment ist das zum Glück nicht der Fall. Und das weiß ich, dass es ultra privilegiert ist, dass ich mir da nicht so wirklich Sorgen machen muss. Und das bedeutet aber auch, dass ich an diesem Bier, was dort zu verkaufen ist, nichts verdienen muss. Was auch Luxus ist. Ich kann einfach hingehen, fragen, hey, könnt ihr ein Label auf das Bier kleben? Und dann, ja, dann kostet das ein bisschen was. Aber wenn das Bier nicht ausverkauft wird, dann, also übrigens wird das Bier, also das wilde Schaf und das bockige Schaf wird ein bisschen teurer sein als die wilde Holle und das Bock Orange, weil das eben teurer ist, eine kleine Auflage an Labels zu machen und auf Flaschen zu kleben, als wenn sie es dann in einer großen Stückzahl machen. Ich hoffe, das passt so alles. Ja, ansonsten hätte ich die Mehrkosten tragen müssen. Und da dachte ich, nö, das können wir umlegen. Also ein bisschen Mehrkosten habe ich schon, aber das ist halt nicht, das ist jetzt nicht die Welt. Genau.
Es sei denn, es wird alles nicht verkauft und ich muss dann am Ende irgendwie noch 20 Kisten Bier kaufen. Die muss ich dann natürlich einfach bezahlen, auch zu dem höheren Preis. Weil natürlich soll Wildwuchs daran jetzt keinen Schaden nehmen, dass sie das mit mir machen. Also das Risiko trage ich. Und dann habe ich eventuell 20 Kisten Bier. Und dann muss ich eine große Party feiern, kurz bevor das Bier abläuft, nächstes Frühjahr oder so. Das wäre eigentlich auch lustig, aber irgendwie auch schade. Nee, kauft das mal. Ich vertraue euch. Das wird schnell ausverkauft sein. So. Ganz kurz noch zum Thema Katzen. Also wer diesen Podcast noch nicht so lange hört, weiß es vielleicht nicht. Wir haben Katzen als Familie. Haben uns lange überlegt. Ich habe eine Katzenhaarallergie, deswegen war das ein bisschen schwierig. Es gibt aber Katzen, die haben sehr wenig von diesem Protein, gegen das ich allergisch bin. Fel-D1 heißt das übrigens, im Speichel. Denn man ist gar nicht gegen Tierhaare allergisch, sondern es ist ein Protein im Speichel, weil aber Katzen ihr Fell putzen, indem sie sich halt abschlecken, mit der Zunge schön das Fell sauber machen, ist auf den Katzenhaaren natürlich Speichel und in dem Speichel ist dieses Protein. Und deswegen ist das natürlich so, dass die Katzenhaare ein Problem sind, wenn da eben Speichel mit diesem Protein dran sind. Kann die Katzenhaare nicht einzeln vorher irgendwie desinfizieren und abspülen, bevor sie dann in der Wohnung rumfliegen. Hätte die Katze wahrscheinlich was dagegen, wenn ich sie täglich schamponiere. Nee, genau. Es gibt aber Katzen, die haben davon ganz wenig. Zum Beispiel Russisch-Blau. Gibt noch andere Rassen. Aber es hat sich halt so ergeben, dass in unserer Nachbarschaft Russisch-Blau-Katzen verfügbar waren. Und da haben wir dann vor 1,5 Jahren eine Katze gekauft. Sie heißt Ivy. Und die lebt halt seit dem, also die ist geboren am 1. Mai 2023 und ist dann halt im Herbst irgendwann, also nach 3 Monaten bei ihrer Mama, ist sie dann zu uns gekommen. Und das ist eine ganz tolle, kuschelige, liebe Katze. Also ich kenne Leute, die haben Katzen, die darf man nicht mal angucken. Da wird man schon angefaucht oder gekratzt oder... Es gibt Katzen, die haben viel Angst vor Menschen oder sind einfach irgendwie schräg drauf und sind dann eher angriffslustig. Ivy so gar nicht. Also die spielt halt ab und zu mal, die will nur spielen. Lustig. Nein, also natürlich hat sie Krallen, aber wenn man nicht zu wild mit ihr spielt, dann trägt man auch keinen Schaden davon. Und sie ist sehr kuschelig, sie lässt sich total gerne streicheln, sie springt auf meinen Schoß. Sie hat ja auch hier schon im Einschlafen-Podcast ins Mikrofon geschnurrt. Und ich habe gelernt, was ein Milchtritt ist, weil Ivy während einer Sendung hier auf meinem Bauch lag und so mit den Pfoten gestampft hat. Und da hat der Tobi Migge mir erklärt, dass es heißt Milchtritt und das machen kleine Katzen bei ihrer Mutter, um die Milchproduktion anzuregen auf dem Bauch. Ist aber auch ein Zeichen von, ich fühle mich hier wohl. Also Ivy hat jetzt nicht erwartet, dass ich auf einmal ihr Milch spenden kann, sondern es ist einfach nur so ein Symbol. Hey, das ist gerade fast so schön wie bei Mama. Ich mache jetzt hier diesen Milchtritt. Ich fühle mich einfach sehr, sehr wohl. Und ja, das ist Ivy. Leider hatte Ivy einen schlimmen Unfall. Auch davon hatte ich hier im Podcast erwähnt. Wir wissen nicht genau, was passiert ist, aber sie kam eines Nachts, in der Nacht von einem Samstag auf einen Sonntag, durch die Katzenklappe rein. Wir haben eine Katzenklappe mit Chip-Kontrolle, also nur Ivy darf da im Moment rein und raus. Und sie kam rein und hat irgendwie miaut und Sky, mein Sohn, ist dann runter und hat geguckt, was denn ist. Und hat dann gesehen, oh, hier ist Blut auf dem Fußboden und sie hat halt eine Wunde und sie konnte gar nicht mehr gehen. So, Samstagnacht. Was macht man also? Irgendwie Tierklinik anrufen, können wir kommen? Ja, mussten wir halt mit einer Nacht nach Lüneburg fahren. Das ist so eine Dreiviertelstunde von hier zur nächstgelegenen Tierklinik. Die haben sie dann geröntgt und gesagt, ja, hier mehrfacher Beckenbruch. Das muss operiert werden. Kann man machen. Ist halt teuer. Übrigens wichtig, falls ihr eine Katze habt, die euch am Herzen liegt und Freigänger ist, denkt mal über eine Unfallversicherung nach. Es gibt da verschiedene. Eine ganz normale Krankenversicherung für Katzen ist recht teuer. Da ist dann aber eben auch Diabetes und andere Krankheiten mit abgesichert. Es gibt aber auch OP-Versicherungen, die halt nur im Fall so eines Unfalls, wenn etwas operiert werden muss, dann eben
einspringen, die sind deutlich günstiger, die gibt es irgendwie 5 bis 10 Euro, keine Ahnung was. Und die hatten wir aber nicht. Und deswegen war das sehr teuer. Ich glaube, insgesamt habe ich so 5000 Euro bezahlt dafür, dass Ivy dann dort in der Tierklinik behandelt worden ist. Sie hat eine Schraube eingesetzt bekommen. Sieht man auch toll auf dem Röntgenbild. Ist da halt so eine Spackschraube einfach in ihrem Becken drin. Sieht ganz lustig aus. Genau, und danach musste Ivy sich natürlich erstmal erholen. Das musste alles wieder heilen, verwachsen. Sie war ganz lange rasiert. Ihr Fell wächst sehr langsam. Das hat man irgendwie, also monatelang hat man auch diesen Abschnitt gesehen auf der hinteren rechten Flanke, wo sie halt kahl rasiert war. Sie durfte 6 Wochen lang nicht laufen und springen. Da haben wir dann so ein Puppy, also so ein Hundewelpenkäfig nennt man das. Das ist so ein Plastikgestell mit so Fensterchen drin. Darin haben wir sie quasi aufgehoben, damit sie nicht irgendwo hochspringt. Ne, weil unsere Wohnung ist natürlich so, dass es überall Sessel oder Tische oder was auch immer, Schränke gibt, wo kleine Katzen hochspringen wollen und können. Und das durfte sie dann 6 Wochen lang nicht. Also musste sie irgendwie eingesperrt sein. Das fand sie gar nicht gut. Und am Ende hat sie auch rausgefunden, ah, ich habe ja Krallen, ich mache das hier jetzt mal eben auf und ist dann halt immer rausgekommen. Trotzdem haben wir es geschafft, dass alles gut verheilt ist und Ivy kann wieder springen und laufen und alles ist gut. Und sie hat uns auch noch lieb, obwohl wir sie so lange eingesperrt haben und ja, für sie muss das auch eine sehr schwierige Zeit gewesen sein. Und sie mochte auch die Medizin nicht und das war irgendwie alles ein bisschen schwierig. So, aber sie nimmt uns das zum Glück nicht übel. Und es geht ihr wieder gut, dass es alles überstanden. Und ich habe jetzt auch nachträglich eine eine OP-Versicherung für Ivy abgeschlossen. War auch nicht so viel teurer. Und dieses Becken, also diese Beckenverletzung ist das natürlich nicht mit abgesichert, aber wenn irgendwas anderes ist, dann zahlt er jetzt die Versicherung. Hoffentlich passiert aber nichts. So, diesen Sommer 2024 waren wir jetzt im Urlaub, waren irgendwie 2 Wochen nicht hier. Und Ivy wurde von Nachbarn versorgt. Wir haben sie natürlich nicht mitgenommen, was soll die Katze in London. Sondern sie war hier, sie hatte die Katzenklappe, kann rein und raus, wie sie will. Und eine gute Freundin und Nachbarn haben dann halt sich abgewechselt hier mit Katze füttern und Katzenklo sauber machen und ein bisschen da sein, ab und zu mal streicheln, weil Ivy auch sehr kuschelbedürftig ist. Und deswegen haben wir gedacht, Ivy ist kuschelbedürftig, Ivy braucht Gesellschaft, Ivy mag nicht alleine sein. Manchmal sind wir aber weg. Also auch unter der Woche, Sky geht zur Schule, Mareile ist ausgezogen, meine Frau arbeitet, ich arbeite. Manchmal ist hier halt einfach niemand. Und dann dachten wir, wäre doch schön, wenn Ivy Spielgefährten hätte. Und wie es der Zufall so wollte, als dieser Wunsch gerade sehr akut wurde, also kurz bevor wir in Urlaub gefahren sind und gedacht haben, wie doof, dass Ivy hier 2 Wochen alleine ist, hat die Mama von Ivy, also die Mutterkatze, vom gleichen Vater wieder Kitten bekommen. Und dann haben wir uns entschieden, na gut, machen wir das, wie machen wir das? Da gibt es natürlich 1000 Beweggründe, was man tun sollte. Will man eine weitere Katze oder will man einen Kater oder will man vielleicht sogar 2 Tiere dazu holen? Und es gibt für alles gute Pros und Kontras. Wenn wir uns ausschließlich danach gerichtet hätten, was für Ivy am besten ist, hätten wir letztendlich gar keine weitere Katze geholt. Denn das hier ist jetzt Ivys Revier und für Ivy ist das natürlich Stress, dass hier jemand dazukommt. Aber wie gesagt, wir hatten irgendwie den Gedanken, irgendwann werden sie sich ja anfreunden und deswegen möchten wir das gerne. So, wenn wir eine weitere Katze geholt hätten, dann hätten wir natürlich irgendwie Eingewöhnungszeit für diese eine Katze. Die hätte gemerkt, hier ist aber eigentlich jemand anders und die kenne ich gar nicht. Und das wäre irgendwie alles schwierig gewesen. Ist auch die Frage, eine Katze hat natürlich andere Revieransprüche als ein Kater. Also wenn man eine weitere Katze geholt hätte, dann wäre es wahrscheinlich eher ein Kater geworden, damit die sich dann, damit dieser Kater sich mit der bestehenden, mit Ivy, halt mit der schon anwesenden Katze besser versteht.
Aber irgendwie hatten wir dann den Gedanken, wäre auch schön, wenn es zwei Kitten wären. Aus verschiedenen Gründen. Also zum Beispiel für die Kitten. Die haben dann einfach ein Geschwisterchen schon da, eine Bezugsperson. Dann dauert es natürlich länger, dass die Kitten sich an uns und auch an Ivy irgendwie gewöhnen. Aber die kennen sich schon mal. Also für das Kitten ist das, glaube ich, besserer Einstieg, wenn die nicht komplett von ihrer Familie und ihrem Zuhause getrennt werden und von unser Zuhause geworfen werden. War so der Gedanke. So, und ich fand es irgendwie halt auch attraktiv, zwei Kitten zu haben statt eins. So, und ob man jetzt zwei Katzen hat oder drei, ist dann vielleicht auch einfach nicht so der Riesenunterschied, was Aufwand und Kosten und das alles angeht. Also haben wir uns entschieden, wir hätten gern zwei Kitten. Und dann, ja, zwei Katzen, zwei Kater, eine Katze, ein Kater. Am Ende gibt's für alles Pro und Contra und man kann das irgendwie abwägen und je nachdem, aus welchem Blickwinkel man guckt, aus dem Blickwinkel der Kitten, aus dem Blickwinkel von Ivy oder aus unserem, gibt's halt für alles gute Gründe, die für verschiedene Kombinationen sprechen. Letztendlich haben wir uns entschieden für eine Katze und einen Kater. Und die sind halt nach dem Sommerurlaub zu uns gekommen. Jetzt haben wir seit August drei Katzen. Ivy, ein Jahr alt oder anderthalb jetzt mittlerweile. Und Loki, ein kleiner Kater. Und Yuna, eine kleine Katze. Die ist wirklich klein. Also, von dem Wurf, der da war, war Yuna tatsächlich die kleinste und die hellste. Also russisch blaue Katzen sind ja gar nicht blau, sondern grau. Und sie haben auch nur als ganz kleine Kitten blaue Augen. Die werden dann grün, wenn sie größer werden. So, also eine ganz kleine hellgraue russisch-blaue Katze und ein etwas größerer, etwas dunklerer russisch-blau Kater. Die beiden haben wir dann erstmal in Mareiles Zimmer an uns gewöhnt. Da durften sie auch erstmal nicht raus. So, die beiden waren natürlich untereinander eingeschworen. Was ist das hier für ein böser Ort? Wir müssen zusammenhalten. Was sind das für komische Menschen? Die haben halt ein paar Tage gebraucht. Also zwei, drei Tage. Bisschen länger als Ivy gebraucht hat, um sich an uns zu gewöhnen. Haben halt die beiden Kitten gebraucht, um dann Vertrauen zu schaffen. Loki war schneller. Also Loki war zwar der Erste, der uns angefaucht hat. So eine kleine, drei Monate alte Katze, ein Anfauch, das ist sehr, sehr niedlich. Aber Loki war dann auch der Erste, der sich an uns gewöhnt hat. Und tatsächlich ist Loki jetzt, paar Monate später, der größte Kuschelkater, den man sich vorstellen kann. Also der liebt es, an mir hochzuspringen, auf meinen Arm. Er mag auch gerne getragen werden. Das mochte Ivy nie und mag sie auch immer noch nicht. Wenn ich irgendwo sitze, dann springt Loki auf meinen Schoß und schon im Sprung fängt er an zu schnurren, weil er sich freut, dass ich ihn jetzt gleich streicheln werde. Das ist also super niedlich und super zutraulich. Wie gesagt, hat ein paar Tage gedauert, aber ging dann. Yuna hat ein bisschen länger gebraucht und ist mit mir tatsächlich auch immer noch nicht ganz zutraulich. Also auch Yuna kommt zu mir, auch Yuna lässt sich streicheln. Manchmal springt sie auf meinen Schoß und will dann da pennen. Aber wenn ich sie dann streiche, geht sie dann doch eher weg, weil sie sich, weiß nicht, unwohl fühlt oder so. Vielleicht habe ich Yuna, als sie zu klein war, einmal zu viel gejagt, weil sie irgendwo war, wo sie nicht sein durfte oder so. Aber ist halt so. Yuna mag aber Sky und meine Frau Steff sehr, sehr gern und verhält sich dort so, wie Loki sich bei mir verhält. Vielleicht halten Männer eher zu Männern und Frauen eher zu Frauen. Ich habe keine Ahnung. Genau, so. Und dann kam natürlich irgendwann die Phase, als wir gemerkt haben, die Katzen fühlen sich bei uns wohl und mit uns wohl, dass wir sie dann auch an Ivy gewöhnen wollten. Und das war ein deutlich längerer Prozess. Denn Ivy war not amused, um das mal so auszudrücken, dass da zwei kleine Ratten, also kleine Kätzchen natürlich, in ihrem Revier sind auf einmal und ihr Dinge streitig machen. Das hat sie natürlich gleich gar nicht so, also dass es da um Futter oder um Platz ging, war gar nicht so, sondern wir haben dann irgendwann Mareiles Zimmertür, also Mareiles Zimmer ist ja jetzt quasi Gästezimmer, Mareile wohnt da nicht mehr.
Aber in unseren Köpfen ist das natürlich immer noch Mareiles Zimmer. Da, wo Mareile früher gewohnt hat. Da ist, genau, da waren jetzt halt die Katzen. Und dann haben wir da mal die Tür offen gelassen und Ivy reingucken lassen. Und es war also, nee, Buckel und Fauch und ich laufe jetzt weg. So. Wir haben dann auch einen GPS-Tracker für Ivy besorgt, damit wir ungefähr sehen können, wo sie denn so ist. War uns einfach wohler, weil wir schon gehört hatten, es kann sein, dass die ältere Katze eine Zeit lang nicht nach Hause kommt, wenn da Kitten sind und das Revier streitig machen. Wir wollten einfach wissen, wo sie ist. So. Und es war dann auch so, sie kam die ersten Tage deutlich seltener nach Hause als vorher, weil das Stress für sie war. Das war irgendwie ungewohnt, das war irgendwie gemein von uns. Aber sie kam dann doch wieder und kam auch immer länger wieder, war teilweise so lange weg, dass sie schon ganz ausgehungert war, kam dann rein und hat sich überfressen, hat dann quasi Bauchschmerzen gekriegt, weil sie zu viel auf einmal gegessen hat. Aber wie gesagt, das waren dann auch nur die ersten Wochen. Mittlerweile ist es so, dass Ivy zwar immer noch genervt ist, wenn die Kitten auf sie rumspringen. Also die Kitten hatten interessanterweise überhaupt keine Angst vor Ivy. Da war gleich Neugier pur. Also es sind sowieso kleine Kätzchen, neugierig sowieso. Aber Loki und Yuna, wenn sie Ivy sehen, sind sie sofort Ohren aufgestellt hin. Gucken, schnuppern, am liebsten spielen. Und anfangs fand Ivy die beiden halt gar nicht so cool und ist dann halt immer weggelaufen. Dann hat Ivy irgendwann angefangen, nicht nur zu fauchen, sondern eben auch mal die Pfote rauszuholen und sie so wegzubopsen. Und das hat die Kitten aber auch irgendwann nicht mehr interessiert, sondern sind halt trotzdem gekommen. Mittlerweile liegen sie nebeneinander und pennen oder hüpfen zusammen rum und spielen. Also auch Ivy spielt jetzt mit denen. Also die Kitten spielen unter natürlich ganz viel und tummeln sich rum und jagen sich selbst und was weiß ich was. Und mittlerweile macht Ivy als ältere Katze da teilweise mit. Er spielt mit denen und wenn es ihr zu viel wird, geht sie halt immer noch weg. Manchmal ist es so, dass Ivy gerade pennen will. Die ist halt sehr nachtaktiv, nachts draußen, kommt dann tagsüber rein und will sich in ihre Ecke legen und pennen. Wir haben da so einen Korbsessel, wo sie sehr gerne drauf schläft. Und wenn dann die Kitten kommen, ist es natürlich nervig, weil die will dann gerade schlafen und die Kitten wollen dann aber, oh, eine große Katze, wollen wir spielen, wollen wir kuscheln. Und wenn Ivy das nicht will, dann ist sie halt raus. So. Aber das hat sich jetzt über die Wochen, die Kitten jetzt da sind, dann doch sehr stetig normalisiert und Ivy scheint jetzt damit einverstanden zu sein. Die Futternäpfe stehen nebeneinander mittlerweile. Also anfangs waren wir natürlich auch getrennt. Aber wir haben dann gesehen, dass Ivy eigentlich am liebsten das Kittenfutter frisst und die Kitten eigentlich am liebsten Ivys Futter. Wobei wir haben noch Nassfutter, das wird nur von den Kitten gefressen. Ivy hat noch nie Nassfutter gefressen, das mag sie einfach nicht. Trinkt aber genug, insofern haben wir da auch nicht allzu viel Angst um ihre Niere. Das ist alles okay. So, das heißt, das läuft alles. Und hat sich alles eingegroovt und jetzt haben wir halt drei Katzen. Ein Kuschelkater, eine kleine Frechdachsmaus und eben die alte Dame. Anderthalb Jahre alt schon irgendwie so. Ja, man merkt irgendwie, wie viel ruhiger und langsamer und vorsichtiger sie ist. Ich meine, Ivy hat jetzt auch schon einiges erlebt, ne, mit diesem Unfall, was auch immer passiert ist. Am wahrscheinlichsten ist, dass sie vom Auto angefahren war. Vielleicht ist sie aber auch vom Baum runtergefallen und wer weiß das schon so. Und dann eben diese lange Zeit mit Bewegungsunfähigkeit und dann das wieder Trainieren ihrer Muskeln und jetzt irgendwie kommen da irgendwie zwei Fremdkörper in ihr Revier. Also vieles irgendwie erlebt und irgendwie merkt man ihr das an. Sie ist sehr erwachsen und sehr gefestigt irgendwie und das nicht mehr die kleine verspielte Katze, die sie früher war, aber halt eine neue Persönlichkeit gefunden sozusagen, entwickelt und ja, sie hat uns immer noch lieb, sie kommt immer noch zum Kuscheln
Ab und zu springt sie auf meinen Schoß und will kuscheln, so wie früher. Wenn dann natürlich die Kitten kommen, ist sie wieder weg. Da ist sie dann schnell genervt. Aber die Kitten werden ja auch sich irgendwann dran gewöhnen und nicht jetzt ständig, oh, eine Katze, ich muss sofort kommen, sondern auch Ivy wieder mehr Freiraum geben, wenn sie dann ein bisschen größer sind. Das ist alles gut. Also ich glaube, letztendlich hat die Entscheidung funktioniert. Ob sie jetzt die beste war für alle Beteiligten, sei natürlich dahingestellt. Für uns ist es super. Wir sind sehr glücklich. Die Katzen sind mittlerweile auch alle glücklich. Und das ist gut. So, jetzt haben wir drei Backup-Katzen. Die Kitten dürfen noch nicht raus. Das heißt, im Moment sind sie noch nicht so in Gefahr, irgendwie ein Schicksal zu erleiden wie Ivy oder was Schlimmeres. Aber die werden natürlich irgendwann raus dürfen. Gechippt sind sie schon. Wir warten noch ein bisschen mit dem Kastrieren. Also wir wollen natürlich hier keine Inzestkatzen züchten. Wir wollen auch nicht, dass Loki hier das Markieren anfängt oder irgendwie draußen irgendwelche Katzen schwängert oder dass irgendwie Juna sich draußen schwängern lässt. Deswegen werden natürlich beide sterilisiert oder kastriert. Keine Ahnung, was man da eigentlich macht. Und das passiert aber natürlich noch später. Also die sind Ende Mai 2024 geboren und mit Kastrieren und Sterilisieren macht man ja erst so nach einem halben Jahr eigentlich. Kann man natürlich früher, wenn es denn sein muss. Also wenn wir jetzt merken, Loki steigt auf Juna drauf, dann machen wir es natürlich gleich. Aber noch ist das nicht der Fall. Und bald ist ja auch schon, bald sind sie auch schon ein halbes Jahr alt. Genau. So viel zum Katzen-Update. Bier und Katzen, ich weiß gar nicht, wie das zusammenpasst. Jetzt kommt auf jeden Fall Rilke. Rainer Maria Rilke. Ich muss ja mal eben, ich habe noch Jack Reacher auf. Ich habe übrigens überlegt, einen Jack Reacher-Podcast zu starten. Wenn ich groß bin, mache ich einen Jack Reacher-Podcast. Aktuell habe ich keine Zeit für weitere Projekte. Aber irgendwann werde ich das hoffentlich tun können. Lese ich gerade Buch Nummer 11, glaube ich. Nee, 11 war ja Bad Luck and Trouble, was dann zu Staffel 2 von der großartigen Fernsehserie geworden ist. Staffel 4 wurde übrigens gerade gebucht. Staffel 3 ist aber noch gar nicht erschienen. Staffel 3 wird dann Persuader sein. Kommt nächstes Jahr raus. Ich freue mich wie Bolle auf die nächste Staffel Reacher. Und freue mich noch mehr, dass irgendwie die vierte Staffel schon entschieden ist. Sehr, sehr gut. Angeblich soll es auch einen Spin-off mit Neely geben. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Aber ist halt so. Egal. Jetzt kommt hier nicht Reacher, das habe ich zugemacht, sondern Rilke ist ja so ähnlich. Musik. Was spielst du, Knabe? Durch die Gärten ging's, wie viele Schritte, flüsternde Befehle. Was spielst du, Knabe? Siehe, deine Seele verfing sich in den Stäben der Syrinx. Was lockst du sie? Der Klang ist wie ein Kerker, darin sie sich versäumt und sich versehnt. Stark ist dein Leben, doch dein Lied ist stärker, an deine Sehnsucht schluchzend angelehnt. Gib ihr ein Schweigen, dass die Seele leise heimkehre in das Flutende und Viele, darin sie lebte, wachsend, weit und weise, ehe du sie zwangst in deine zarten Spiele. Wie sie schon matter mit den Flügeln schlägt, so wirst du, Träumer, ihren Flug vergeuden, dass ihre Schwinge vom Gesang zersägt, sie nicht mehr über meine Mauern trägt, wenn ich sie rufen werde zu den Freuden. Musik. Das passt doch zu meiner Konzertankündigung. Kommt alle am 18. Oktober nach Ochtmannsbruch in den Wilkenshof zum Dielenkonzert. Paolo Polvo ist Vorgruppe. Oder kommt alle am 19. Oktober in den Wildwuchs-Schankraum in Wilhelmsburg. Jetzt also zu Herrn Kant. Kritik der reinen Vernunft. Wir sind im zweiten Band auf Seite B825, einer transzendentalen Methodenlehre im Kanon der reinen Vernunft. Des Kanons der reinen Vernunft, erster Abschnitt von dem letzten Zwecke des reinen Gebrauchs unserer Vernunft. Augen zu und zugehört.
Die Vernunft wird durch einen Hang ihrer Natur getrieben, über den Erfahrungsgebrauch hinauszugehen, sich in einem reinen Gebrauch und vermittels bloßer Ideen zu den äußersten Grenzen aller Erkenntnis hinauszuwagen und nur allererst in der Vollendung ihres Kreises in einem für sich bestehenden systematischen Ganzen Ruhe zu finden. Ist nun diese Bestrebung bloß auf ihr spekulatives oder vielmehr einzig und allein auf ihr praktisches Interesse gegründet? Ich will das Glück, welches die reine Vernunft und spekulative Absicht macht, jetzt beiseite setzen und frage nur nach denen Aufgaben, deren Auflösung ihren Zweck ausmacht. Sie mag diesen nun erreichen oder nicht und in Ansehung dessen alle andere bloß den Wert der Mittel haben. Diese höchste Zwecke werden nach der Natur der Vernunft wiederum Einheit haben müssen, um dasjenige Interesse der Menschheit, welches keinem höheren untergeordnet ist, vereinigt zu befördern. Also jetzt geht's endlich richtig zur Sache hier. Jetzt lese ich euch seit 14 Jahren Immanuel Kant vor, und ich habe das Gefühl, jetzt geht's los. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem einschlafen. Falls ihr euch nicht erinnert, warum ich eigentlich Kant vorlese, ich lese euch Immanuel Kant vor, damit ihr einschlafen könnt. Also, Augen zu. Weiter geht's. Die Endabsicht, worauf die Spekulation der Vernunft im transzendentalen Gebrauche zuletzt hinausläuft, betrifft drei Gegenstände. Die Freiheit des Willens, die Unsterblichkeit der Seele und das Dasein Gottes. In Ansehung aller dreien ist das bloß spekulative Interesse der Vernunft nur sehr gering und in Absicht auf dasselbe würde wohl schwerlich eine ermüdende, mit unaufhörlichen Hindernissen ringende Arbeit transzendentale Nachforschung übernommen werden, weil man von allen Entdeckungen, die hierüber zu machen sein möchten, doch keinen Gebrauch machen kann, der in concreto, das heißt in der Naturforschung, seinen Nutzen bewiese. Der Wille mag auch frei sein, so kann dieses doch nur die intelligible Ursache unseres Wollens angehen. Denn was die Phänomene der Äußerungen desselben, das heißt die Handlungen betrifft, so müssen wir nach einer unverletzlichen Grundmaxime, ohne welche wir keine Vernunft in empirischem Gebrauche ausüben können, sie niemals anders als alle übrige Erscheinungen der Natur, nämlich nach unwandelbaren Gesetzen derselben erklären. Es mag zweitens auch die geistige Natur der Seele und mit derselben ihre Unsterblichkeit eingesehen werden können, so kann darauf doch weder in Ansehung der Erscheinungen dieses Lebens als einen Erklärungsgrund noch auf die besondere Beschaffenheit des zukünftigen Zustandes Rechnung gemacht werden, weil unser Begriff einer unkörperlichen Natur bloß negativ ist und unsere Erkenntnis nicht im Mindesten erweitert, noch einigen tauglichen Stoff zur Folgerungen darbietet. Also, als etwas zu solchen, die nur die Erdichtung gelten können, die aber von der Philosophie nicht gestattet werden. Wenn auch drittens das Dasein einer höchsten Intelligenz bewiesen wäre, so würden wir uns zwar daraus das Zweckmäßige in der Welteinrichtung und Ordnung im Allgemeinen begreiflich machen, keineswegs aber befugt sein, irgendeine besondere Anstalt und Ordnung daraus abzuleiten. Oder, wo sie nicht wahrgenommen wird, darauf kühnlich zu schließen, indem es eine notwendige Regel des spekulativen Gebrauchs der Vernunft des Naturursachen nicht vorbeizugehen und das, wovon wir uns durch Erfahrung belehren können, aufzugeben, um etwas, was wir kennen, von demjenigen abzuleiten, was alle unsere Kenntnis gänzlich übersteigt. Mit einem Worte, diese drei Sätze bleiben für die spekulative Vernunft jederzeit transzendent und haben gar keinen immanenten, das heißt für Gegenstände der Erfahrung zulässigen, mithin für uns auf einige Art nützlichen Gebrauch, sondern sind an sich betrachtet ganz müßige und dabei noch äußerst schwere Anstrengungen unserer Vernunft. Okay, er schreibt also ein Buch, das ich 14 Jahre lang vorlese und am Ende sagt er, ja, ist aber alles müßig. Wenn demnach diese drei Kardinalsätze uns zum Wissen gar nicht nötig sind und uns gleichwohl durch
unsere Vernunft dringend empfohlen werden, so wird ihre Wichtigkeit wohl eigentlich nur das Praktische angehen müssen. Ah, okay, doch. Praktisch ist alles, was durch Freiheit möglich ist. Okay, das ist ein Satz, der geht nicht mal über zwei Zeilen. Das ist, glaube ich, der kürzeste Satz, der bisher in diesem ganzen Buch stand. Ich weiß gar nicht, warum ich heute so viel kommentiere und nicht einfach vorlese, aber das ist wirklich beeindruckend. Praktisch ist alles, was durch Freiheit möglich ist. Wenn die Bedingungen der Ausübung unserer freien Willkür aber empirisch sind, so kann die Vernunft dabei keinen anderen als regulativen Gebrauch haben und nur die Einheit empirischer Gesetze zu bewirken dienen, wie zum Beispiel in der Lehre der Klugheit die Vereinigung aller Zwecke, die uns von unseren Neigungen aufgegeben sind, in den Einigen die Glückseligkeit und die Zusammenstimmung der Mittel, um dazu zu gelangen, dass ganze Geschäfte der Vernunft ausmacht, die um deswillen keine andere als pragmatische Gesetze des freien Verhaltens zur Erreichung der uns von den Sinnen empfohlenen Zwecke und also keine reine Gesetze, völlig a priori bestimmt, liefern kann. Dagegen würden reine praktische Gesetze, deren Zweck durch die Vernunft völlig a priori gegeben ist und die nicht empirisch bedingt, sondern schlechthin gebieten, Produkte der reinen Vernunft sein. Dergleichen aber sind die moralischen Gesetze, mithin gehören diese allein zum praktischen Gebrauch der reinen Vernunft und erlauben einen Kanon. Na gut, bis dahin erstmal. Ich weiß gar nicht, wie viele von euch tatsächlich am Ende beim Vorlesen einschlafen. Ich glaube, die meisten sind eigentlich schon vorher weg. Das mit dem Vorlesen ist eher so eine historische Angewohnheit, die ich jetzt halt seit 14 Jahren habe. Und ja, Happy Birthday Einschlafen Podcast. Ich danke euch allen fürs Zuhören, für die Aufmerksamkeit, für das Feedback der letzten 14 Jahre. Kauft Bier, wenn ihr Bier trinkt. Kauft kein Bier, aber wenn ihr Bier kauft, dann genießt es verantwortungsbewusst. Trinkt kein Alkohol, wenn ihr schwanger seid oder Autofahrt oder irgendwas anderes tut, wo Alkohol absolutes No-Go ist. Und ansonsten hören wir uns in 2 Wochen wieder, wenn es dann weitergeht mit der Inlandreise. Oxford steht an. Und bis dahin wünsche ich euch ausreichend guten Schlaf. Bis dahin habe ich euch alle lieb. Und danach auch. Und tschüss.